Hey, ich bin die Lu und ich mache heute veganes Omelette. An Zutaten dafür benötigen wir 90 Gramm Wasser, 40 Gramm Mandelmus. Wie ihr weißen Mandelmus selber machen könnt, das verlinke ich euch da oben, da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne vorbeischauen. Dann brauchen wir ein paar Gewürze, da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr möchtet. Ich habe heute Pfeffer und Paprika, ihr könnt aber natürlich nehmen, was ihr möchtet. Dann habe ich noch etwas Salz. Dann brauchen wir einen halben Teelöffel Kurkuma, 2 Esslöffel Sojasauce, 200 Gramm Naturtofu, ein Paprika, eine Zwiebel und 70 Gramm Oliven. Ich habe jetzt grüne Oliven genommen, ihr könnt aber natürlich auch schwarze Oliven nehmen, da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Und wenn ihr gar keine Oliven mögt, dann lasst ihr die einfach weg. Als erstes beginne ich jetzt mit dem Tofu, den hole ich aus seiner Verpackung raus. Dann teile ich den in 4 Teile. Und gebe die zusammen mit der Sojasauce und dem Kurkuma in den Mixtopf. Dann schalte ich den Thermomix 5 Sekunden bei Stufe 4 ein. Jetzt sieht der Tofu so aus. Den Tofu fülle ich jetzt um und gebe ihn in eine kleine Schüssel. Als nächstes schäle ich jetzt die Zwiebel, halbiere die und gebe die in den Mixtopf. Als nächstes nehme ich den Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide den grob klein. Den grob zerkleinerten Paprika gebe ich jetzt zu der Zwiebel in den Mixtopf. Die Oliven und die Gewürze kommen auch noch mit dazu. Jetzt zerkleine ich das alles 5 Sekunden bei Stufe 4. So sieht die Mischung grob zerkleinert aus. Jetzt gebe ich die Paprika-Zwiebel-Oliven-Mischung in eine Pfanne und brate die an. Was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, dass wir noch etwas Öl dafür brauchen. Also ihr braucht ungefähr 1 Esslöffel Öl, um die Mischung anzubraten. In der Zwischenzeit, wo jetzt hinter mir schon die Gemüsemischung brutzelt, mische ich jetzt den Mandelmus mit dem Wasser zu einer homogenen Masse. Als nächstes gebe ich den zerkleinerten Tofu zu der Gemüsemischung in die Pfanne. Die Tofu-Gemüsemischung lasse ich jetzt bei mittlerer Hitze gut anbraten. Um dem Tofu-Omelett jetzt seine cremige Konsistenz zu verleihen, gebe ich jetzt die Mandelmus-Wassermischung mit in die Pfanne. Und jetzt ist das Omelett auch schon fertig. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ist kostenlos. Wenn ihr noch mehr von mir sehen möchtet, dann schaut bei mir bei Instagram vorbei. Dort heiße ich Lulu Jojean, genau wie bei YouTube, nur dass alles zusammengeschrieben wird. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die gerne in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag um 16 Uhr beim nächsten Video wieder. Bis bald!